Nintendo präsentiert. Vier Freunde Online. The Legend of Zelda. Tears of the Kingdom. Das Miasma ist dichter geworden. Diese Treppen führen immer tiefer in die Gewölbe. Die Tunnel erstrecken sich weiter, als wir gedacht haben. Wir sollten uns in Acht nehmen. Vielleicht. Zelda, Prinzessin von Hyrule. Schloss Hyrule Untergrund. Ich hoffe, ich trigger jetzt keine Zelda-Fans, wenn ich irgendwas falsch ausspreche oder so, ne? Tut mir leid. Ich bin nicht der übelste Zelda-Fanboy. Aber ich hatte einfach Lust auf das Spiel. Ich kann mit dir reden. Ich hätte mir ja nie vorzustellen gewagt, dass unter Schloss Hyrule ein solches Gewölbe existiert. Okay, einfach weiter offen scheinbar. Erstmal. Wie viele fucking Herzen habe ich bitte? Das ist doch nicht normal in Zelda, oder? Dieses schwarze Miasma. Viele, die damit in Berührung gekommen sind, wurden danach schwer krank. Lass mal berühren, oder? Für mich ist diese Menge zum Glück noch nicht bedrohlich. Aber wo kommt es her? Warum tritt es gerade hier auf, unter Schloss Hyrule? Wir müssen tiefer hinein. Es könnte ziemlich gefährlich werden. Aber wenn du bei mir bist, habe ich keine Angst, Link. Oh, gehen wir der Sache auf den Grund. Okay. Rennen wir einfach da rein. Können wir kämpfen? Ja, so. Was war das für ein Geräusch? Link. Das Masterschwert. Das leuchtet. Das Schwert, welches das Finstere zu bannen vermag, reagiert auf irgendetwas. Wenn wir hier fortschreiten, werden wir zweifelsohne auf dieses Etwas treffen. Seit die Verheerung versiegelt wurde, ist das Schloss der Verwahrlosung anheimgefallen. Ich hätte mir nie träumen lassen, dass sich ein solcher Ort darunter befindet. Wir sollten vorsichtig weitergehen, Link. Wie viel kann man aufladen? Halt, Link, sieh nur, was liegt denn da? Oh. Ein Stein. Ruinen, Überreste einer vergangenen Kultur. Ist das eine Inschrift? Stammt dies etwa vom Volk der Sonau? Weiß man nicht. Welch kurioser Ort. Die gemeißelten Inschriften. Ich ahnte es. Alles, was wir hier sehen, entspricht dem, was ich bei meinem Studium der Sonau gelernt habe. Die Sonau waren ein Volk, das vor ewig langer Zeit gelebt haben soll, in einer Zeit, die heute Sage geworden ist. Sie sollen über geradezu göttliche Macht verfügt und ihr Reich hoch oben am Himmelszelt errichtet haben. Und wenn ihr Name auch in zahlreichen Geschichtsbüchern fällt, so weiß man furchtbar wenig Konkretes über sie. Sie sind ein Volk der Geheimnisse, mysteriös und unergründlich.
Sieh nur diese Statuen hier. Ob diese Statue einen so nahe darstellt, schau doch, welch lange Ohren. Sie sahen wohl ganz anders aus als wir. Doch wie nur sollen Spuren eines Volkes, das am Himmel lebte, tief im Erdreich unter dem Schloss zu finden sein? Es scheinen noch weitere Funde auf uns zu warten, Link. Lass uns weitergehen. Ja. Die wird sich schon melden, wenn ich das sehe, ne? Was ich mir angucke. Erstmal geklärt hier die Stage. Alles in Ordnung, Link? Kein Problem, my lady. Habe ich gern getan. Alles easy. Wandbilder. Mietzi! Kann ich Start drücken? Ich kann auf Home drücken. Hi Mietzi, danke für den Raid. Ich will niemanden spoilern, deswegen habe ich kurz mal auf Dings gedrückt. Erinnert mich an unsere Geschichtsbücher. Machen wir weiter. Die Aufzeichnungen beginnen in mythischer Vorzeit. Damals soll es einen gewaltigen Krieg zwischen uns und dem Dämonenkönig gegeben haben. Wer ist der Dämonenkönig? Und diese Bilder. Es sieht aus, als würden sie dieselbe Legende beschreiben. Wie die Statuen, die wir gesehen haben. Ein weiterer Sonau. Mhm. Und das scheinen Hylianer wie wir zu sein. Hylianer heißen die. Es sieht aus, als wären die Sonau aus dem Himmel zu uns herabgestiegen. Oh. Meine Vorfahren, die Begründer der Königsfamilie. Es heißt, sie entstammten einer Vereinigung mit einem göttlichen Volk, das aus den Himmeln herabgestiegen war. Wenn man den Wandbildern Glauben schenkt, dann muss es sich dabei um die Sonau gehandelt haben. Ihr Blut vermischte sich mit dem der Hylianer auf der Erde und daraus entstand ein neues Reich. Hyrule. Mhm. Klingt irgendwie logisch. Doch dann betrat ein teuflischer Mann die Bildfläche. Er beraubte das Königreich einer gewaltigen Kraft. Alles hier entspricht genau den königlichen Geschichtsbüchern. Und dann wurde er zum Dämonenkönig. Sie taten alles, um ihn doch noch zu bezwingen. Ja. Wenn das hier dargestellte Wesen wirklich der ist, den wir als Dämonenkönig kennen, dann... Unglaublich. Dann muss das hier der große Krieg sein, von dem die alten Bücher berichten. Die Wandbilder sind eine Darstellung des Versiegelungskriegs. Hörst du? Dieser Fund ist sensationell. Guck mal, das hier hat Pura für mich angefertigt. Zum Glück habe ich es mitgebracht. Ich kann damit alles hier aufzeichnen. Genau dafür ist es gemacht. Was ist das für eine Kamera? Das könnte eine Switch sein mit Kamera hinten dran. Der Rest ist leider zerstört. Da kann man nichts mehr erkennen. Was ist das hier nur für ein Ort? Das frage ich mich auch. Ich habe das Gefühl, wir werden die Antwort darauf bald finden. Ich hänge hier so auf halb acht. Komm, Link. Lass uns weiter reingehen. Machen wir mal so. Jetzt sitzen wir hier wieder Profi. Okay, gehen wir mal weiter rein. Wir haben 85 Millionen Herzen immer noch. Hier steigt rotes Zeug auf. Ich weiß nicht, ob das so gut ist. Rot-schwarz. Aber wir kriegen zumindest keinen Damage. War da was zum Looten? Hallo? Nein. Dadurch, dass ich hier einfach so schnell runterlaufe und Zelda mich quasi verfolgt, frage ich mich, ob das so sein soll.
Aber scheinbar ja. Scheinbar ist das okay. Wo sind wir hier? Lass uns gehen, Link, und sei bitte ganz, ganz vorsichtig. Warte mal. Also, ich kann hier nicht selber runtergehen. Habe ich das richtig festgestellt? Ja. Okay, dann muss ich auf Gehen drücken einfach. Das bringt ja dann gar nichts, warte mal zu machen. Ah, die sind jetzt zusammengegangen. Was ist das? Sieht irgendwie gruselig aus. Oh, fuck. Halbe Horrorspiel. Bruder, chill. Hi. Link. Das soll das heilige Bannschwert sein. Und mein Miasma lässt es einfach so zersprengen. Ein nutzloser Krieg. Zelda. Und du, Träger des Bannschwertes, Link. Brauchst große Prophezeiung. Zwei jämmerliche Firma. Woher? Kennst du unseren Namen? Was passiert hier? Okay. Ich glaube, der wird uns nie verraten, wo er uns kennt. Oh, fuck. Hey! The Princess is in another castle, würde ich sagen, ne? Eieieiei. Werden meine Vitalfunktionen wiederhergestellt oder ist das diese mystische Hand? Der mystische Arm. Der bestimmt auch irgendeinen Fachnamen hat.
Ah, okay. Ich glaube, mein Schwert ist weg, oder? Du bist also erwacht, Link. Ja. Wer redet da mit mir? Zelda hat mir viel von dir berichtet. Cool. Du hattest eine ernste Verletzung erlitten. Ich bin froh, dass du am Leben bist. Ich auch. Dein Arm war von Miasma zerfressen. Ich musste ihn ersetzen, um dein Leben zu retten. Okay. Oh, hello, my friend. Nehmen wir doch mit, ne? Würde ich sagen. Zerfressenes Masterschwert. Das Schwert besitzt die heilige Kraft, das Böse zu bannen. Ja, das ist von Miasma unter Schloss Hyrule zerfressen. Waffenangriff, wissen wir, wie das geht. Da leuchtet was. Gehen wir doch da mal hin. Okay. Ich glaube, das ist so eine Art Teleporter gleich, oder? Oder? So springt man, okay. So läuft man schneller. So schwimmt man schneller. Hui. Okay, ins Wasser erleidet man keinen Schaden. Das ist ja klug. Altes Beinkleid. Hat er direkt angezogen, ne? Ne, jetzt haben wir es an. Stylo-Milo, Freunde. Wo geht's hier lang? Muss ich hier lang oder muss ich da lang irgendwo? Ist hier noch was? Hier sah es erst so aus, als wäre hier noch was, aber hier ist nichts mehr, oder? Nö. Hui. Thank you.
Ich hoffe, ich lande im Wasser gleich. Freunde, wir spielen The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom.